Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dark Souls. Das letzte Mal waren wir im Schloss, sind gestorben, alles beim Alten. Und wir werden uns jetzt menschlich machen und uns den Lüt wiederholen. Der hat mir das letzte Mal sehr gut gefallen. Großer Lüt-Fan geworden. Und dann hoffentlich diesen einen Drachen da legen. Und dann weiter das Schloss erforschen. Genau, ja, ich hoffe, dass nicht alle Finsternisgeister respawnen und vielleicht auch nicht alle großen, fetten Gegner. Das wäre schon ganz nett. Dadurch dürfte es nämlich dann alles schon wesentlich angenehmer werden. Die Dinger hier verwirren mich immer noch sowas von. Diese Wagen, da ist ja irgendwas drin. Ich weiß nur nicht was. So, aber okay. Als erstes besorgen wir uns den Lüt wieder. Kommen wir hier durch? Nee. Genau, neue Aufnahmesession. Also, wie gehabt, nicht wundern, wenn ich am Anfang ein bisschen faile. So, kommt hier erstmal der neue Mip raus. Und oh, das war schlecht. Das war knapp. Aber hat ja dann noch alles funktioniert. So, ich glaube, hier hatten wir auch noch einen. Was so ein bisschen schade ist, dass man die offenbar nicht wegsteppen kann. Ich meine, ich stehe direkt hinter ihnen. Aber sie scheinen keine große Lust zu haben, sich wegstoppen zu lassen. So, mal sehen. Dann rufen wir uns da jetzt schon mal den Lüt. Das Schwert geht halt dabei echt immer krass schnell kaputt. Bei den Viechern vor allen Dingen. So, Lüt. Mal jung, komm mal dann. Genau, wunderbar. So, hier können wir auch schon mal wieder auf ein Estus Flachen gehen. Na, der hier oben respawnt zumindest schon mal nicht. Das ist doch schon mal super. Der große Basilisk dürfte respawnen. Ja, der ist auch respawnt. Das ist die Frage, ob wir Lucien angreifen möchten. Oder kommt Lüt einfach mit? Lüt kommt einfach mit, bester Mann. So, Tür zu. Klappe tot. Affe tot. Klappe zu, Affe tot. Genau, Licht hatten wir uns gemacht. Und jetzt dürfen wir wieder... Oh, das eine Viech steht da hinten auf jeden Fall aber noch. Ui, okay, da treffe ich den so also nicht. Das ist ja doch schon mal gut zu wissen. Ich glaube, wir könnten den da oben auch immer noch runterpullen. Ob wir das machen, das müssen wir noch überlegen. So, aber die Finster des Geisters scheinen nicht zu respawnen. Das ist schon mal so der größte Pluspunkt, den wir haben. Da steht keiner hinter. Die Tür ist immer noch zu. Der Basilisk steht da vorne natürlich noch. Der kommt jetzt bestimmt gleich angejumpt oder so. So. Jetzt haben wir auch die Aufmerksamkeit von dem Viech. Und ich möchte mal was ausprobieren, um ehrlich zu sein. Und, zwar ist da hinten ja diese eine komische Wand. Oh, er schlägt den Wagen sogar kaputt. Sind Basilisten drin.
Genau hier. Und ich wollte mal gucken, ob er die vielleicht kaputt hauen kann. Oh, das ist natürlich schlecht. Das läuft jetzt gerade nicht wie geplant. Gut, kommen wir hier rein. Jetzt müssen wir zumindest mal. Nein, Lüt! Nicht! Lüt! Lüt, das ist ungesund! Der Junge hält einfach so viel aus. Okay, lassen wir das mit der Wand. Hat mir der eine Käfig doch meinen Plan zunichte gemacht. Ein böser Basilisk. Hier soll es ja auch irgendwo immer noch ein Leuchtfeuer, glaube ich. Geben. Ich weiß leider nicht wo. Falls ihr es gehört, das war mein Handy. Auch kein Handy. So, der dürfte jetzt kommen. Ich bin jetzt gerade ein bisschen vorsichtiger, weil ich eigentlich halt nicht so viel Leben verlieren möchte, bevor wir beim Boss sind. Das war so der Hintergedanke. Okay. So, was jetzt mit dir? Jetzt kommst du doch. Ja, also. Ich muss aber sagen, sie greifen sehr konsequent blöd an. Ich muss mal kurz gucken, wie viel Schaden ich damit mache. Weil dadurch kriege ich zumindest schnellere Angriffe hin. Aber der Angriff macht einfach wesentlich mehr Schaden. Und Lüt erstmal ein Stückchen nehmen und das heilt ihn einfach mal original. Ja, doch ein bisschen was reckt das schon. Mal sehen, wann es aufhört. Nimm noch ein Stückchen. Guter Mann. Ja, oben ist auch Aggro, hoffentlich. Ja gut, aber die kommt ja nicht anders ran. Nochmal mein Handy, ich leg das mal woanders hin, da hinten liegt noch ein Gegenstand, merke ich gerade. Mitternachtsstein. Also ich weiß halt noch nicht so ganz genau, wann ich hier, ich nehme an, der Drache droppt den Schlüssel oder so, ich hoffe es zumindest. Ich möchte ihn auf jeden Fall erstmal down haben. Ich glaube, hier konnten wir auch nicht durch. Genau. Na, dann haben wir eigentlich nur noch den Kollegen hier. Stehe ich natürlich ein bisschen blöd. Ich komme zurück. Ja, so ist in Ordnung. Glück lässt sich da aber auch verprügeln. Aber ich nicht dran. Na, wenn ich jetzt noch in die richtige Richtung kommen würde, hätte ich ihn auch. So. Also es gibt auf jeden Fall gut Seelen, diese dicken Viecher. Mit Blut sind sie halt auch echt nicht das Problem. So. Genau, hier hatten wir den Drachen. Jetzt rüsten wir mal kurz ein bisschen um. Und zwar nehmen wir auf jeden Fall einen Feuerabwehrring. Boah, ich dachte gerade, Lüt wäre schon runtergefallen. Das wäre jetzt richtig bitter gewesen. So, dann würde ich sagen, Lüt, Kerngedanke rein. Dann nehmen wir mal sehr. Den möchte ich auf jeden Fall haben. Oh, der fängt ja gut an.
und übt immer feste drauf. Und ich da. Und der andere wäre. Ja. Jetzt. Ich muss ein bisschen mehr Geduld haben, was der macht. Schade. Wäre cool gewesen, wenn ich ihn einfach beim im Flügel treffen könnte. Dead up. Ich schäb ab. Nichts hält mich am Boden. Nochmal ab. Auch nicht den Feuerball zu werfen. Okay. Also der Drache vor der Kathedrale hat mir besser gefallen. Der hatte weniger Platz zum Rumfliegen. Ist ja total nervig, was der gerade macht. Und machen kann, dass man ein Schwert reparieren. So, bleibst du mal kurz unten, damit ich hauen kann? Wenn wir jetzt noch treffen, dann wäre super. Er hebt ab! Landet wieder und hebt direkt wieder ab. Das ist immer noch Aggro auf mich, ja, tatsächlich nicht die Aggro auf Lutsch. Das ist so ungewohnt gerade. So, das reicht jetzt erstmal, sonst habe ich gleich keine Ausdauer mehr, wenn er wieder abhebt. So, das ist so die Phase, wo man ja am besten Schaden machen kann. Und noch ein Schlag und das war's. GG easy. Gibt aber gut Seelen. Nein, Lütz! Mein Lütz. Den Jungen habe ich ja schon so ein bisschen ins Herz geschlossen. Beherrschen. Ja, also ziemlich nervig eigentlich nur, weil man muss einfach nur warten, bis man ihn angreifen kann. Lütz hat mir jetzt eigentlich gar nicht geholfen, weil er trotzdem die ganze Zeit Aggro auf mich war. Und Lütz macht einfach keinen Schaden. Ich glaube, der hat zweimal den Drachen angehittet. Drachenschuppen. Okay. Naja, es scheint mal wieder runter zu gehen. Schätze ich zumindest. Nein, es geht hoch. Uiuiui. Nichts für Leute mit Höhenangst. So, und da hinten müssen wir gleich rumjumpen. Das wär's natürlich. Ah. Ich hoffe auch, dass alles mit der Aufnahme gut läuft. Ich hatte gerade noch ein paar Probleme mit Shadowplay, dem Programm, mit dem ich aufnehme. Aber es sollte jetzt eigentlich wieder alles funktionieren, hoffe ich. So, nicht auf den Schalter treten. Möchte nicht nochmal noch fahren. Ich nehme an, der Shelter ist nur für den Aufzug. Gute Arbeit, Dickwanst. Aha. Alles echt. Alles echt. Fährt voraus. Wie, schon wieder ein Pony? Und war noch ein Drache. Ja, ist ja auch ein Drachenhorst. Das sind sogar mehrere. So, ich hoffe mal, die lassen mich in Ruhe. Ja. Ah. Aloha. Bearer of the curse. Long have I awaited one such as you. One who might shatter the shackles of fate. One who can set me free.
bearer of the curse. It was my own manifestation that led you here. The ancient dragon has watched over the world for eons past. Take this. Alte Feder. Do not resist. The dragon welcomes you. Das hat sie ja nichts zu sagen. Okay, also ich schätze mal, sie ist selber ein Drache oder so ein Kram, die sich halt mit ihrem Abbild hierher gelutscht hat. So, hier geht's auch runter, sehr schön. Also, und ich soll mich offenbar nicht wehren. Also, die Drachen scheinen mir zumindest nicht feindlich genug zu sein. Aber es gibt ein Leuchtfeuer, das ist aber schon mal. Leuchtfeuer, ich bin happy, alles gut. Das Schloss da hinten, also das, ja, ich weiß nicht, vielleicht mache ich es irgendwann nochmal, wenn ich es nochmal einfach so persönlich durchspiele. Weil im Let's Play in Dark Souls alles rauszufinden, da müsste ich mich total auf den Tod stürzen und alles und das möchte ich in dem Let's Play im Echtzeit einfach nicht ausprobieren, weil es unglaublich lange dauern würde, für euch auch einfach. Okay, da kann ich also rüberrutschen. Coole Sache. Ach du Schande, ey. Na, was soll man machen? Hui! Okay, da müsste ich mich fallen lassen. Okay. Also bis jetzt greift mich halt auch wirklich kein Drache an, das ist aber schon mal sehr gut. Scheinen wirklich alle friedlich gesinnt zu sein. Das sieht aber feindlich aus. Oh nein, das ist so ein Viech. Die Viecher hasse ich. Was habt ihr denn für Scheißviecher hier? So, da oben. Königstower Nachflamm. Hi. Nee. Mit den Zaubern hier, das kannst du mal ganz schnell vergessen. Oder auch nicht. Oha. Wenn er mich trifft, bin ich tot. Okay. Der Junge hat Schaden gemacht und ich hatte zu wenig Ausdauer und ich habe auch noch meinen Flammschutzring. Das ist gerade viel mehr das Problem, glaube ich. Weswegen ich zu wenig Ausdauer hatte, vermutlich. Halt, dann regeneriere ich ja weniger. Gut, also auf menschlich sein machen wir. Das ignorieren wir jetzt mal kurz. Ich bin auch mit der Waffe immer noch nicht so ganz zufrieden. Also in Dark Souls 1 hatte ich Waffen, die mir wesentlich besser gefallen haben. So mit der. Die ist zwar nicht schlecht, die ist ganz nett, aber so. Die 9 plus Ultra Waffe, wo ich sage, jopp, das ist meine Waffe. Die ist es noch nicht. So, alle jopp. Seelen einsammeln. Jetzt kommt da der Jupp direkt wieder. Und die stellt nochmal direkt an derselben Stelle. Ja. Okay, ich brauche einmal eine schnellere Waffe, um ihn vom Zaubern abzuhalten, die nicht so viel Ausdauer verbraucht. Was ist das denn? Drachenbrust. Yuan. Naja. Okay, also erstmal, wir nehmen eine schnellere Waffe. Was haben wir denn da so, was ein bisschen schneller ist? Auf ein Ultra-Großschwert. Ich habe nichts Verbessertes. Schnelles dabei? Kann eigentlich gar nicht sein. Immer nur ein Großschwert. Kann ich vernünftig führen? Ja, kann ich. Gut.
Bin ich damit jetzt so langsam? Ah. Okay, weil ich mich auf Gehen gestellt hatte. Das erklärt's doch. Genau, und ja, genau, ich kann, was ich auch noch machen kann, ist. Wir legen hier mal einen Finsterquarzring an. Damit sollte ich doch zumindest mal zwei Spells überleben. Hoffe ich zumindest. So, jetzt wird der Typ da oben gleich wieder angekommen. Der jagt sich in die Luft, der möchte mich töten. Oh, ich hatte gerade echt so kurz, dass das nicht reicht vom Schaden her. Und die Invasion, bitte. Schnellere Waffe? Dann geht das auch. Eieiei. So. Guck mal, noch keine Waffe auf, nichts verstärkt. Hinten verrostet ist ein Blut drin. Ja, da hinten scheint was zu liegen. Aber wir gehen jetzt erstmal darüber, weil da drüben ist irgendwas Fettes. Keinen Schaden bekommen, weil mein Ring hat's geschrottet. Drachenamulett. Noch einer. Wird er halt zum Schmied das reparieren gehen. Na, dass so weitergeht, stehe ich vielleicht noch da. Wie viele gibt's denn hier wohl noch? Feuerdrachenstern. So, jetzt können wir mal gucken, ob wir hier ganz freundlich reden können. Ring des bösen Auges. Ein Bücherstein. Ja, hier müsste irgendwo da der Kopf liegen. Scheint aber gerade kein Interesse daran zu haben, mit uns zu reden. Jetzt. Also ich glaube, wenn ich seine Eier zerschlage, dann geht er auch nie los. Dann wäre ich an seiner Stelle oder an ihrer Stelle auch sauer. Ich habe mal eins aneinander bekommen. Da liegt noch so ein Drache rum. Nochmal Eier. Was? Wie? Wo? Was? Weshalb? Warum? Deswegen? Wo? Was hat mich gerade getroffen? Sehr interessant. Also ich blicke noch nicht so ganz durch die Gegend durch. Okay, ja. Mal kurz stehen bleiben kann auch hilfreich sein. Ist dann. Okay, von hier könnte ich den Drachen also von oben bekämpfen. Ich möchte die Drachen überhaupt nicht bekämpfen.
Wie soll ich die Drachen denn bekämpfen? Okay, ich meine, der hier ist gerade ein bisschen unfreundlich. Alter. Stehen bleiben, Polizei, nein! Aber irgendwas feuert hier immer noch auf mich. Damit bin ich nicht so ganz happy. So, Freund voraus. Ah, sieh mal an. War überhaupt nicht der Drache. Der Drache war ganz brav. Hi. Okay, der Drache hat sich trotzdem nicht bewegt. Ein Lied noch was. Was ist der Drachen? Davon ist das doch schon mal was. Ja, also ich habe halt keine Lust, die Drachen anzugreifen, um ehrlich zu sein. Mir wurde schließlich gesagt, dass die Drachen freundlich sind. Deswegen ich auch nicht den Grund sehe, warum ich da jetzt irgendwas machen sollte. Ich merke auch, dass die Folge gleich wieder vorbei ist. Gut. Also Drachen liegen ganz munter rum, machen erstmal nichts, halten Nickerchen. Kann ich ja jetzt erstmal grundlegend nichts gegen sagen. Gut. Gucken wir uns hier mal weiter um. Da drüben ist eine Brücke. Hier geht's zum Schloss, das sieht doch. Alter, was ist das? Also ich weiß nicht, ob ich ich necke es gerade mal so ein bisschen gegen, nicht, dass ich runterfalle so ungefähr. Hui! Drachenschrein. Leuchtfeuer, Leuchtfeuer, Leuchtfeuer. Sehr. Ah, jetzt kommt wieder der Junge. Was ist das eigentlich? Ja, nun hallo. I sought to share the yoke of fate, but failed. Now, I only await an answer. Seek the throne. Seek light, dark, and... Okay, Ida. Ist gut bei you. Ja, also ich bin immer noch etwas unentschlossen wegen den Drachen. Wir haben hier hinten jetzt auch gerade eine Menge liegen lassen, so von Mut. So, da liegt ein großer Drache, da liegt ein großer Drache, da liegt ein großer Drache. Und da unten drei große Drachen sehe ich gerade schon, die ich allesamt wahrscheinlich bekämpfen könnten würde. Wenn ich es wollen würde. Aber ich würde sagen, da unsere Folge fast zu Ende ist, reisen wir nochmal nach Manjula. Ich werde meine Ausrüstung reparieren.
you find an Estus, so that I may eat. Ich gehört nichts Aufregendes zu sagen. Reparieren. Es gehört immer nur dieser eine Ring kaputt. Der scheint nicht viel auszuhalten. Können wir irgendwas Cooles kaufen? Ein Breitschwert hätte er im Angebot. Nee, aber ach mal, ich weiß, was ich gucken wollte. Ich glaube, für irgendwelche Waffen bräuchte ich noch ein paar Stats. Könnte das hier zum Beispiel weiter verstärken? Jetzt ein C-Skilling oder ein C-Skilling habe, ist jetzt nämlich egal. Das Totengroßschwert. Großschwert des alten Ritter? Nur. Was ist das Schwert? Die ganzen Dinge hier sind bestimmt ziemlich cool. Die dürften unglaublich schnell kaputt gehen. Also jeder, der schon mal Dark Souls 1 gespielt hat und einen Katana hatte, der weiß ganz genau, dass das nach 3 Schlägen so ungefähr Oppe ist. Missgestalter Schädel, was sind das für Waffen hier? Ja gut, also ich werde noch mal gucken, was ich da so nehme. Ich kann natürlich auch so einen Stab nehmen oder einen Speer. Ich kann natürlich auch mit dem Schild rumlaufen. Könnte ich mal ein bisschen kontern vielleicht. Oder ich pumpe einfach Gewicht weiter hoch. Ich glaube, das ist am sinnvollsten. Ich habe eh nicht so viele Seelen. Also 66.000, das sind jetzt 2-3 Level maximal. 3 Level. Daher. So, jetzt kann ich den hier wieder gegen den zweiten Drachen wechseln. Ja, wäre ein bisschen leichter. Gut, dann reisen wir jetzt, ja. Zum Drachenschrein. Und ich muss mir überlegen, ob ich jetzt diese Drachen angreifen möchte, so ungefähr. Oder ob ich, ich glaube, ich werde mir erstmal den Schrein weiter angucken. Und wenn es da nicht weitergeht, dann überlege ich mir mal, ob ich die Drachen angreifen soll. Aber eigentlich habe ich keinen Bock drauf. Gut, das war's auf jeden Fall für heute. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal und ciao.